Hallo Leute, die täglichen Herausforderungen für Montag, den 2.12. Heute etwas später, weil ich arbeiten musste, aber jetzt geht's los. Adler müssen gerupft werden, einmal ganze Tierkadaver müssen verkauft werden, 5 Stück gegnerische Nichtspielercharaktere müssen niedergetrampelt werden, Hilfesuchende müssen begleitet werden heute, Präriemohn muss gesammelt werden, 5 von 5, habe ich schon gemacht. Und Pumas müssen getötet werden, habe ich auch schon 2 Stück heute erwischt. Und Spieler in Frühraum-Events mit einer Wurfwaffe getötet. Es müssen auch noch antike Schnapsflaschen gefunden werden, Vogeleier, Wildblumen. Und dafür nehmt ihr bitte die Karte von Gene Robke, die in der Videobeschreibung drin ist. Einen Puma habe ich heute gleich neben Präriemohn geschossen. Also das war jetzt der Puma und gleich daneben ist der Präriemohn, so könnt ihr gleich wieder 2 Klappen mit einer Fliege schlagen. Den Puma und den Präriemohn südlich von Blackwater an dieser Stelle könnt ihr ihn erwischen. Puma braucht mal ein bisschen Glück, aber den Nichtspielercharakter, den könnt ihr euch als Gegner selbst erschaffen. Wenn er jetzt zum roten Punkt wird, also vom Pferd runtergezogen, jetzt wird er zum roten Punkt. Und dann könnt ihr ihn niedertrampeln, das macht ihr 5-mal. Könnt ihr in der ganzen Spielewelt machen mit den Reitern. Zieht ihn vom Pferd runter, wenn er zum roten Punkt wird und nicht wegläuft, dann ist er ein Gegner, umtrampeln und fertig. Präriemohn, hier 3 Location in der Nähe von dem Puma natürlich. Und den zweiten Puma habe ich auch dort heute geschossen, an der gleichen Stelle, weil ich war ja in einer Solo-Lobby und wer wissen will, wie Solo-Lobby geht, habe ich letzte Woche ein Video hochgeladen und das könnt ihr euch anschauen und da könnt ihr euch eine Solo-Lobby machen und das sind hier die Puma-Locations bei Blackwater, einmal da, wo das Kreuz ist, da war der Puma heute 2-mal geschossen worden und da, wo der Kreis ist, da ist auch eine Puma-Location und jetzt sind wir bei Strawberry, dort habe ich den Adler erwischt und zwar an dieser Stelle am Ovangila-See. Und Strawberry bietet sich an, weil da am Ovangila-See ringsrum sind 3 Locations für Adler. Und dann gibt es noch auf dem Mount Shorn oben, also das sind jetzt die 3 Locations hier. Da war der erste und da am Damm sitzt auch immer einer auf dem Geländer. Und oben am Mount Shorn sitzt auch immer einer, ganz oben auf dem Berg sitzt ein Adler. Kann aber auch ein Habicht in der Nähe sein, also die 2 Vögel sind dort zu finden. Und dann habe ich noch einen dritten Puma heute erwischt. Alles in der Solo-Lobby noch drin. Der dritte Puma. Und jetzt wusste ich nicht, wohin damit. Und dann habe ich den Puma einfach in den Jagdwagen gepackt. Weil ich hatte ja hinten schon einen Puma auf dem Pferd drauf. Also kurz Jagdwagen geholt. Puma draufgeschmissen. Und der wird dann an Crips verkauft. Gespendet natürlich. Und das war gestern. PlayStation. Da waren wir im Trupp unterwegs. Und da, ich wusste gar nicht, dass bei Bright White Manor auch eine hilfesuchende Person stehen kann. Hat sich dann aber als Hinterhalt herausgestellt. Aber egal, aber da könnt ihr auch hilfesuchende Personen finden. Und wir haben das dann schnell erledigt und haben dann auch alle bei PlayStation gestern den Hinterhalt erfolgreich abgewehrt. Das war natürlich gestern, ist heute nicht gefragt. Aber hilfesuchende Person kann auch immer ein Hinterhalt sein und das war an dieser Stelle gestern und da könnt ihr fündig werden und in der Playlist natürlich noch weitere Location drin. Ich sag ciao.